Hier ist wieder der Testmischel von YouTube und heute stelle ich euch mal diese süßen kleinen Racker vor. Und wo es die zu kaufen gibt, das schauen wir uns jetzt erstmal an. Und hier hätten wir jetzt den Juhu & Friends Piraten. Der ist ca. 12,5 cm groß und kostet 14,97 Euro mit kostenloser Lieferung. Den Link zum Produkt, wie immer im Textfeld unter dem Video, klickt da drauf, kommt direkt auf Amazon. Sollte der Link mal nicht funktionieren, könnt ihr es gerne in den Kommentaren posten. Und so wird das kleine Fellknäuel geliefert und dann wollen wir das doch mal auspacken. Heute zeige ich euch mal den Pirat. Das wäre dieser hier. Ich finde die so geil, die Viecher. Farbe ist natürlich sehr, sehr gut. Da gibt es gar nichts zu bemängeln. Hier hat man diese riesigen Klubschi-Augen. Dann das kleine Näschen. Hier ist diese Piraten-Augenklappe. Die kann man sogar noch hier so hochklappen. Bleibt die so? Ja, die bleibt sogar so. Aber die ist jetzt hier nochmal angenäht. Das heißt, ihr könnt die nicht komplett wegmachen. So, wieder zack. Da haben wir hier der kleine Bäuchlein. Ziemlich flauschig das Ganze. Hier haben wir noch so kleine Hände. Die Füßchen. Die Öhrlein. Dann hat er hier noch so einen Piratenhut auf. Gestickt das Ganze. So schaut er von hinten dann aus. Und hier natürlich der geniale Puschelschwanz. Der ist auch wieder fluschig weich. Dann gibt es hier noch so Infos. Habt ihr jetzt mal gerade dran gelassen. Und gleich erkläre ich noch, was ein Buschbaby ist. Die Wikipedia schreibt Folgendes. Die Galagos, auch Buschbabys genannt, sind eine Primatenfamilie aus der Gruppe der Feuchtnasenaffen, früher den Halbaffen zugerechnet. Es sind kleine, nachtaktive Primaten, die sich vorwiegend auf Bäumen aufhalten. Die Familie umfasst rund 20 Arten, die allesamt in Afrika beheimatet sind. Ja, und hier mal ein Video über die kleinen Pelztierchen. Ich finde die total knuffelig. Von den Ohren her sehen die auch so ein bisschen aus wie Gremlins. Jetzt habe ich euch den Pirat mal kurz vorgestellt. Ich finde ihn richtig toll. Die Farbe ist wirklich sehr, sehr gut. Und der sieht sowas von knuffelig aus und ist auch noch so richtig flauschig weich. Ja, wer Interesse daran hat, den Link dazu dann im Textfeld unter dem Video. Das war wieder der Testmischel von YouTube. Dann sag ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn du mich jetzt abonniert, verpasst du kein weiteres tolles Video.